auch genug von langweiligen Dokumenten, dann habe ich jetzt heute einen Tipp für dich, denn Canva hat ein richtig cooles neues Feature auf den Markt gebracht, die Canva-Dokumente oder Canva-Docs. Damit kannst du interaktive Dokumente mit Videos, mit Links, mit Präsentationen, mit allen möglichen grafischen Elementen, die du eh schon in Canva nutzen kannst, erstellen und so auch im Team richtig cool zusammenarbeiten. Wo du die Funktion finden kannst, wie du dich dafür registrieren kannst, was damit alles möglich ist, das möchte ich dir heute in einem kleinen Kurzüberblick vorstellen. Ich würde vorschlagen, wir loggen uns schon mal in unsere Canva-Accounts ein und dann starten wir schon los. Ganz wichtiger erster Schritt, du wirst bei dir in der Regel hier noch nicht diesen neuen Reiter Docs finden können. Im ersten Step daher, geh bitte auf canva.com Docs. Du siehst hier die Webseiten-URL, ich packe dir die aber auch in die Videobeschreibung, denn für die neue Docs-Funktion musst du dich im Vorfeld registrieren, um auf diese Beta-Test-Version eben Zugriff zu erhalten. Klick dann hier einfach auf Sign up for Canva Docs, das kostet auch nichts und innerhalb von 24 Stunden sollte dann dieser Button hier bei dir auch in deinem Canva-Account sichtbar sein oder du loggst dich einmal komplett aus deinem Account und wieder ein, dann sollte er in der Regel auch gleich erscheinen. Klick dich auch mal einfach ein bisschen oder scroll dich durch die Landingpage von Canva, hier wird auch schon einiges zu Canva Docs erklärt, für was es gedacht ist, was man damit alles machen kann. Und du findest auch ganz unten eine Frage- und Antwort-Section. Also falls du eine Frage hast, schau da gerne mal nach, ob die hier schon beantwortet wird von Canva. Wenn du dann hier den Button bei dir hast, dann kannst du dort einfach einmal draufklicken und siehst dann hier Dokument. Dort klicken wir mal drauf. Und grundsätzlich ist es ja so, diese Dokumente sind halt natürlich wirklich dafür da, um jetzt Schluss zu sagen oder Goodbye zu sagen zu langweiligen Dokumenten, sondern wirklich interaktive Dokumente mit Videos, mit Anleitungen, mit Checklisten, mit allem Möglichen, was du selbst in Canva erstellen kannst, in dein Docs-Dokument zu integrieren. Also wirklich auch im Team zum Beispiel mit Docs zusammenzuarbeiten. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Wege, für was du diese Dokumente zum Beispiel benutzen könntest. Denkbar ist für dein Business zum Beispiel, du stellst neue Mitarbeiter ein und erstellst hier ein Docs-Dokument zum Onboarding. Du kannst diesem Onboarding-Dokument zum Beispiel kleine Anleitungsvideos hinzufügen. Du kannst dort Checklisten hinzufügen, was die Person am Anfang alles zu erledigen hat. Ja? Du kannst zum Beispiel Tabellen einfügen, in denen übersichtlich dargestellt wird, wann Team-Meetings sind. Also solche Dinge kannst du zum Beispiel alles machen. Du kannst auch zum Beispiel deinen Monatsreport damit erstellen, Newsletter erstellen, Anleitungen erstellen. Als Lehrer zum Beispiel kannst du schöne Stundenpläne erstellen, deine Schulstunden wirklich planen. Selber für dich im privaten Bereich zum Beispiel To-Do-Listen, Anleitungen, Essenspläne erstellen oder Journals erstellen. Also da sind dir deiner Kreativität jetzt wirklich keine Grenzen mehr gesetzt. Wir sehen jetzt hier, das ist quasi die normale Gestalteroberfläche und du siehst, es geht hier jetzt erstmal ganz normal ein Menü auf oben, das wir schon kennen von Canva und hier siehst du einen entsprechenden Plus-Button. Und mit diesem Plus-Button kannst du eben alles Mögliche hinzufügen, was du jetzt hier in deinem Dokument verwenden möchtest. Du kannst hier draufklicken, findest dann eben alle möglichen Dinge, die du einfügen kannst in dein Dokument, also einen Titel, Untertitel, einen normalen Fließtext. Du kannst Dinge einbetten, das werde ich dir jetzt dann im Nachgang alles noch zeigen, Tabellen erstellen, Checklisten erstellen und so weiter und so fort. Also richtig cool. Wir werden jetzt im ersten Step uns einmal anhand von einer Vorlage anschauen, was wir da alles abändern und tun können. Und zwar, du findest wie gewohnt hier auf der linken Seite auch wieder die Vorlagen. Und hast hier auch wieder den bekannten Suchbutton, mit dem du auch nach Vorlagen suchen kannst. Wenn wir uns jetzt mal das Beispiel herannehmen, wir möchten eine Onboarding-Sequenz erstellen für einen neuen Mitarbeiter, dann könnten wir hier zum Beispiel Onboarding eingeben und dann siehst du, es gibt hier auch schon eine entsprechende Vorlage, die du verwenden kannst. Da werden natürlich noch wesentlich mehr Vorlagen mit dazukommen, also kleiner
Reminder quasi, es ist alles natürlich gerade noch in der Testversion und im Aufbau. Du siehst jetzt hier, so könnte zum Beispiel ein Onboarding-Dokument aussehen. Du hast einen schönen Header oben, ein Header-Design. Du hast hier die Mitarbeiter zum Beispiel aufgeführt mit Namen. Du könntest noch darunter schreiben, welche Funktion diese Mitarbeiter haben. Hier siehst du, es schon eine Tabelle aufgeführt, was an den unterschiedlichen Tagen, wann die Meetings stattfinden. Ja, du siehst, hier ist eine Checkliste. Ja, also das ist schon mal ein richtig cooles Dokument, das du zum Beispiel für ein Onboarding verwenden kannst. Und du kannst natürlich, wie du es gewohnt bist, jede einzelne Sektion alles wieder individuell bearbeiten. Du kannst jetzt hier auf dieses Headerbild draufklicken, dann siehst du, geht hier oben der Button Design bearbeiten auf. Und dort, wenn du draufklickst, dann landest du in einer weiteren Gestalteroberfläche. Du hast somit dann quasi zwei Gestalteroberflächen geöffnet. Hier im Vordergrund sehen wir jetzt hier wirklich nur unser Headerbild. Du kannst dich dann hier auch wieder an bereits erstellten Vorlagen, die dir zur Verfügung stehen, bedienen für deinen neuen Header. Oder du kannst natürlich auch sagen, ich will einen ganz eigenen individuellen Header gestalten. Dann schmeißt du dir hier einfach das Bild raus, findest hier die gewohnten Elemente, deinen Upload-Bereich, wo du da deine eigenen Fotos zum Beispiel hast oder deine eigenen Ordner und kannst so einen ganz individuellen Header erstellen. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein bereits erstelltes Bild, eine entsprechende Vorlage und sage dann Speichern. Und dann siehst du, wird eben automatisch dieser Header in der Vorlage auch ausgetauscht. Du kannst, wie du es gewohnt bist, natürlich komplett den Text alles entsprechend ändern. Du kannst die Bilder, die hier verwendet sind, ändern. Wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel dieses Bild anklicken, dann siehst du, da wurde eine Tabelle erstellt. Und bei dieser Tabelle ist es natürlich so, wie du es in Canva auch schon kennst. Diese Tabellen sind natürlich auch weiter individualisierbar und auch natürlich erweiterbar. Das heißt, wenn du sagst, du hast jetzt mehr als drei Mitarbeiter, kannst du hier auf diese drei Punkte klicken, findest hier dann den Button Zeile hinzufügen und kannst dann hier natürlich auch wieder deine entsprechenden Mitarbeiter mit Foto und Text hinterlegen. Wenn du hier zum Beispiel das Foto auswechseln möchtest, dann machst du einen Doppelklick auf das Foto, findest zwar hier den Button Bild bearbeiten, dort kannst du aber wirklich lediglich das bestehende Bild bearbeiten, also einen Filter drüber legen oder das Ganze noch weiter anpassen. Wenn du jetzt natürlich von deinem Mitarbeiter ein eigenes Bild verwenden möchtest, dann gehst du entweder unter deine Dokumente oder in deinen Uploads, je nachdem, wo du deine Bilder entsprechend hast. Und ziehst dir dann dein Bild hier einfach rein und löscht natürlich dann das Bild, das raus soll, mit der Entfernen-Taste entsprechend raus. So kannst du das Ganze dann zum Beispiel einfach bearbeiten. Hier siehst du, das ist auch eine Tabelle, die du ganz individuell bearbeiten kannst. Und hier haben wir zum Beispiel eine entsprechende Checkliste mit Checkboxen, die du auch anhaken kannst. Und das zeige ich dir auch mal, wie du hier solche Checkboxen oder Checklisten erstellen kannst. Und zwar, du findest ja hier immer diesen Plus-Button. Also wenn du jetzt hier einfach mal in so ein weißes Zwischenfeld reinklickst, dann hast du hier die Möglichkeit, wieder auf diesen Plus-Button zuzugreifen und findest dann alle möglichen Dinge, die du einfügen kannst, hier anhand von diesem Magic Keyboard quasi. Und dort findest du unter anderem zum Beispiel auch die Checkliste. Und dann siehst du, du kannst daneben Text schreiben, also zum Beispiel Step 1, drückst die Enter-Taste, Step 2, Step 3. Und so hast du ganz schnell quasi eine Checkliste erstellt, die auch entsprechend anhakbar ist. Du hast aber natürlich auch die Möglichkeit, dich hier ganz einfach, wie du es gewohnt bist, an den Elementen in Canva zu bedienen. Das heißt, wir können uns jegliche Elemente, zum Beispiel jetzt hier auch diese Fotos, in unser Design reinziehen. Oder wir können natürlich sagen, wir hätten gern ein Diagramm bei uns im Design. Dann können wir entweder sagen, wir gehen auf diesen Plus-Button und suchen uns dann unsere Diagramme aus. Also wir können hier wählen, Kreis, Balken, Liniendiagramm und so weiter. Oder wir gehen hier eben unter den Elementen einfach auf die Diagramme, gehen auf alle Anzeigen und wählen uns dann ein Diagramm aus, das wir gerne verwenden möchten, ziehen uns das rein. Und dann hast du natürlich, wie du es gewohnt bist, hier die Möglichkeit, dein Diagramm noch entsprechend individualisiert anzupassen. Also du siehst, du hast da richtig coole Möglichkeiten,
dieses Dokument zu bearbeiten. Und ganz wichtig, du kannst natürlich auch Videos einfügen. Und zwar gehen wir mal davon aus, dein Unternehmen hat zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal und ihr habt da ein repräsentatives Firmenvideo, wo eure Vision, Mission, was ihr so macht, wirklich dargestellt wird und du möchtest, dass dein neuer Mitarbeiter dieses Video sich auch wirklich anschaut, dann hast du die Möglichkeit, auch hier auf der linken Seitenleiste nach unten zu gehen und dort findest du ja immer die Apps, die du mit Canva verbinden kannst. Unter anderem findest du dort auch YouTube. Verbinde da einfach einmal YouTube mit deiner Canva-App und dann kannst du hier in der Suchleiste den Kanalnamen auf YouTube eingeben. Ich gebe jetzt bei mir zum Beispiel einfach mal so geht Canva ein. Dann finde ich alle möglichen Videos von mir, die es eben schon gibt. Und dann kann ich mir mein Video nehmen, ziehe mir das dann einfach rüber in mein Design. Dann dauert es einen kurzen Augenblick. Dann kann ich hier einen Doppelklick machen und dann ist wirklich mein Video auch integriert. Und die Leute können dann einfach auf den Play-Button drücken, ja, und dann spielt das Video, das YouTube-Video entsprechend ab. Ja, also eine richtig coole Funktion, wenn du zum Beispiel Anleitungsvideos hast, kannst du so deine YouTube-Videos entsprechend integrieren. Oder du hast natürlich auch die Möglichkeit, wenn du eine Präsentation in Canva erstellt hast, die du jetzt da zum Onboarding auch für deinen neuen Mitarbeiter verwenden möchtest, dann kannst du hier unter den Projekten auf alle deine Ordner zugreifen. So, jetzt schauen wir mal. Bei mir ist anscheinend gerade die Internetverbindung unterbrochen. 6,5 Stunden später. Jetzt funktioniert es wieder und ich habe dann natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe auf meine Designs und ich nehme mir dann zum Beispiel irgendein Design, das ich schon mal erstellt habe, beziehungsweise eine Präsentation. Ich kann jetzt bei mir einfach mal suchen, Webinar in meinen Ordnern. Und finde dann zum Beispiel diese Präsentation, die ich in Canva auch erstellt habe und kann mir die dann einfach per Drag and Drop rüberziehen. Und das dauert dann, bis diese Präsentation integriert wird. Aber nach dieser Zeit siehst du dann direkt in deinem Docs-Dokument hier die Präsentation und es können dann eben hier auch die einzelnen Seiten durchgeslidet werden durch deine Präsentation. Also auch eine richtig coole Funktion. So kannst du Videos und auch Präsentationen, die du erstellt hast, eben in dein Dokument integrieren. Und das funktioniert mit allen möglichen Dingen, die du in Canva erstellt hast. Was auch noch wichtig ist zu wissen, du kannst natürlich dieses Dokument auch nutzen, um im Team zusammenzuarbeiten. Also wenn du einen Team-Account hast, besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass du zum Beispiel bestimmte Dinge als To-Do-Liste an Personen zuweist. Also wenn du, wir haben ja hier die unterschiedlichen To-Dos zum Beispiel, ich nehme jetzt hier mal die Haken raus und ich sage, ich möchte, dass To-Do 1 jemand aus meinem Team der Person A zugeordnet wird, dann kann ich hier zum Beispiel einen Kommentar eingeben und kann hier mit @ eine Person aus meinem Team, die mit im Canva-Team mit dabei ist, quasi benennen und einen Kommentar entsprechend abgeben, dass diese Person für hier diesen Punkt 1 zum Beispiel zuständig ist. Ja? Also das ist auch eine richtig coole Funktion zum Beispiel. Oder wir haben hier oben auch Einblicke. Da können wir sehen, so, ja, mein Kommentar wird nicht gespeichert, ist okay. Da können wir dann weitere Einblicke zu diesem Dokument feststellen, also zum Beispiel, wie viele Wörter hat das Dokument, wie viele Zeichen, wie lange dauert es, um das Ganze sich anzugucken. Ansichten, wie viele Aufrufe insgesamt. Dann, wer hat mit dem Dokument interagiert und bei der Zusammenarbeit ist halt wieder Canva Teams, also hier, das ist ein Pro-Feature, wo du dann sehen kannst, okay, wie viele Kommentare gibt es, wie viele geklärte Kommentare und so weiter. Du kannst auch diese Dokumente direkt in eine Präsentation umwandeln. Also du könntest dieses Dokument, das du erstellt hast, dann auch in eine Präsentation hier oben mit dem Button umwandeln. Das ist aber alles noch im Werden und noch in der Beta-Version. Hier hast du dann den Button Teilen. Du kannst natürlich dieses Dokument mit anderen entsprechend teilen. Du kannst es in den Ordner speichern. Du hast aber hier auch die Möglichkeit, es herunterzuladen als ein A4-Dokument, A3, Brief und so weiter. Das war ein kleiner Kurzüberblick. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du die neue Funktion findest. Nicht vergessen, hinterlass mir gerne einen Daumen hoch und ein entsprechendes Abo, wenn du keine neuen Videos mehr verpassen möchtest.
Denn es gibt noch ein weiteres richtig cooles neues Feature, das du in Verbindung mit Canva Docs nutzen kannst. Und das werde ich dir demnächst vorstellen. Damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und wir hören und sehen uns nächsten Montag. Tschüss!